Hallo und herzlich willkommen zu Freiwaffen-Reviews Deutschland. Heute schauen wir uns gemeinsam vier neue Schreckschusspistolen an, und zwar die vier, die Umarex auf der IWA-Ausstellung 2022 jetzt neu präsentiert hat. Und das werde ich mit gewohnt kritischem Blick mir mit euch gemeinsam anschauen, was davon wirklich neu und interessant ist und was vielleicht auch nur recycelt wurde. Da ich diese vier neuen Schreckschusspistolen natürlich noch nicht hier habe, werde ich euch einfach mal die Pressebilder dazu zeigen. Ich denke, da kann man das ganz gut erkennen. Und los geht's direkt mit der ersten Schreckschusspistole. Und zwar handelt es sich hierbei, wie die meisten von euch schon erkennen können, um die Colt 1911-Schreckschusspistole, die von Umarex schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist, auch in verschiedenen Ausführungen. Und jetzt gibt es zum 111-jährigen Jubiläum der Colt 1911, nämlich von 1911 bis 2022, dieses Jubiläumsmodell, was, wie man sehen kann, so ein bisschen auf alt gemacht wurde, wenn man das so nennen möchte. Und wie gesagt, in dieser Special Edition wird es laut Umarex wohl auch nur dieses Jahr geben. Also wer sowas möchte, sollte dann zumindest in diesem Jahr 2022 noch zuschlagen. Das Besondere daran ist, was es bisher noch nicht gab, wie gesagt, natürlich dieser Used Look, wenn man ihn so nennen will. Dazu sind geölte Echtholzgriffschalen verbaut, scheinbar. Das finde ich durchaus eine schöne Optik, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich gut. Allerdings ist es halt keine neue Schreckschusswaffe, weil, wie gesagt, diese Colt 1911 gibt es schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Auch schon in verschiedenen Farben und Ausführungen. Nichtsdestotrotz, wie ich finde, sehr schön. Der Preis soll wohl UVP bei 280 € ungefähr liegen. Das finde ich wirklich teuer. Trotz Holzgriffschalen, natürlich kostet es ein bisschen mehr, diese Oberflächenbeschichtung auf diesen Used-Look zu bringen. Allerdings muss ich sagen, die Colt 1911 ist durchaus eine gute und brauchbare Schreckschusspistole. 280 € wären mir das allerdings nicht unbedingt wert. Ja, aber wie gesagt, wer diesen Oldschool-Look, diesen Used-Look, diesen Antique-Look gut findet, der kann da auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Die zweite der vorgestellten Schreckschusswaffen finde ich da schon deutlich interessanter, und zwar die Glock 17 Gen 5. Jetzt möchten manche von euch sagen, die gibt es doch schon seit über einem Jahr auf dem Markt. Ist richtig, allerdings nicht in der SV-Version. Das ist nämlich die Glock 17 Gen 5 SV, die jetzt neu vorgestellt wurde. Ja, Kenner werden jetzt schon aufhorchen. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Und zwar steht das SV für Stahlverschluss. Das bedeutet, der komplette Verschluss der Schlitten oben hier ist dann aus Stahl gefertigt. Und zwar aus CNC-gefrästem Stahl laut Umarex und nicht aus Zinkdruckguss, wie normale Verschlüsse von normalen Schreckschusspistolen gefertigt sind und auch dieser Verschluss von der bisherigen Glock 17 Gen 5 nur aus Zinkdruckguss gefertigt wurde. Es gab ja vor einem Jahr ungefähr, wurde ja die Walther P99 SV vorgestellt. Das heißt, auch die P99 gibt es ja schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren mit Verschluss aus Zinkdruckguss. Die wurde jetzt vor einem Jahr mit Verschluss aus Stahl vorgestellt. Das war durchaus eine gute Sache, weil, wie gesagt, ein Stahlverschluss ist halt viel stabiler und langlebiger als ein Verschluss aus Zinkdruckguss, der halt doch eher mal zu Schwächen neigt, dass er brechen kann, reißen kann, etc. Es hat in der Regel Kostengründe, dass bei den Schreckschusswaffen nur Verschlüsse aus Zinkdruckguss verwendet werden. Ja, und wie gesagt, Umarex hat sich da jetzt entschlossen, letztes Jahr den Verschluss bei der P99 auch aus Stahl anzubieten. Und das ist jetzt nach nur ungefähr einem Jahr Marktlaufzeit der Glock 17 Gen 5 auch passiert, dass diese jetzt auch als zweite Version rauskommt mit Stahlverschluss. Man muss dazu sagen, diese beiden Glock 17 Modelle mit und ohne Stahlverschluss, also mit und ohne den SV-Zusatz, werden weiterhin parallel angeboten, genauso wie es bei der P99 auch beide parallel angeboten werden weiter. Das hat auch was mit dem Preis zu tun. Das ist auch gut, so muss man dazu sagen, dass man weiterhin beide kaufen kann. Ja, wie gesagt, das neigt gerne zu Rissen oder zu Brüchen, also jetzt nicht unbedingt bei der Glock, aber es ist auf jeden Fall stabiler und langlebiger mit dem Verschluss aus CNC-gefrästem Stahl, überhaupt keine Frage. Das ist durchaus eine sehr interessante Entwicklung, weil scheinbar hat sich die P99 SV, die vor ungefähr einem Jahr rausgekommen ist, so gut verkauft oder zumindest für Umarex gut genug verkauft, dass man jetzt, wie gesagt, dieses SV-Portfolio auch auf die Glock 17 ausweitet. Finde ich gut und finde ich interessant. Jetzt muss man allerdings natürlich noch die Kehrseite der Medaille sehen, und zwar, das ist natürlich der Preis.
Man hat es ja schon bei der normalen P99 gemerkt, die kostet, ich weiß es gerade gar nicht genau, vielleicht so 150, 180 € mittlerweile normalerweise. Und die P99 SV ist für, ich glaube, 300 € oder sogar noch mehr UVP damals rausgekommen. Also fast doppelt so teuer wie die normale P99. Und der einzige Unterschied ist, wie gesagt, das Material des Verschlusses oben. Und dasselbe Schicksal hat jetzt auch die Glock 17 Gen 5 ereilt. Das normale Modell bekommt man mittlerweile für, ich sag mal, um die 200 € oder für gute 200 €, was nicht günstig ist, aber ich finde diese Schreckschusspistole auch grundsätzlich sehr gut. Ich bin da ein Fan von und natürlich die erste in echter, originaler Lizenz gefertigte Glock, die es überhaupt auf dem Schreckschussmarkt gibt, mit den originalen Glock-Markings. Ja, wie gesagt, gute 200 € kostet sie mittlerweile noch. Und ja, jetzt muss ich es leider sagen. Ich hoffe, ihr sitzt. Die Glock 17 Gen 5 SV soll wohl UVP 400 € kosten. Das ist natürlich erstmal eine Hausnummer, ist auch nicht günstig. Allerdings soll laut der Umarex-Hersteller-Website, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dafür wieder die austauschbaren Griffrücken dabei sein, dass man die Pistole auf seine Größe anpassen kann. Die scheinen jetzt bei der SV-Version wieder dabei zu sein. Es gab bei der normalen auch schon mal eine Version, wo die dabei waren. Ja, das wäre natürlich immerhin nochmal ein nettes Goodie. 400 € sind unfassbar viel Geld und ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Glock 17 Gen 5 SV ist damit die teuerste Großserien-Schreckschusspistole, die es überhaupt nur gibt. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, so ein Steel Cob oder ein Kord Sky Marshall Schreckschussrevolver. Das sind wirklich Exoten, die kosten teilweise noch mehr. Aber für eine große, massentaugliche Schreckschusspistole ist das bisher neuer Preisrekord auf dem gesamten Schreckschussmarkt, in meinen Augen, wenn ich mich da nicht vertan habe. Ja, allerdings will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht mausert sich das Ding auch zu einer der besten Schreckschusspistolen auf dem Markt, weil wie gesagt, sie hat viele Funktionen, sie hat einen großen Funktionsumfang, sie hat diese zweigeteilte Verschlussfeder und das Ganze dann noch mit Stahlverschluss. Wenn die Langlebigkeit auch bei den anderen Komponenten gegeben ist, dann klingt das nach einer sehr, sehr, sehr guten und hochwertigen Schreckschusspistole. Ob man sowas jetzt zu Silvester verbrauchen möchte, weiß ich nicht. Auch das ist wieder jedem selbst überlassen. Wie gesagt, 400 € sind nicht ohne, aber ich muss sagen, das ist zumindest mal eine Schreckschusspistole, die mich wirklich überrascht hat, weil das ist was komplett Neues. Wie gesagt, optisch hat sich gar nichts geändert, aber technisch natürlich von der Materialwahl her eine Menge. Also insofern hat mich sehr überrascht, dass Umarex das jetzt auf den Markt gebracht hat und finde ich auch grundsätzlich eine gute Sache. Und wer die 400 € für eine extrem hochwertige Schreckschusspistole bezahlen möchte, kann das dann auch gerne tun. Allerdings muss man jetzt noch dazu sagen, das ist ja bisher nur die UVP und wenn die erstmal diverse Online-Shops gelistet haben, diese Pistole, dann wird der Preis sicherlich auch noch um einiges fallen. Also ich denke mal, dass wir uns dann irgendwo zwischen 300 und 400 € einpendeln werden, je nach Shop und Lieferbarkeit. Allerdings ist das so ja, der bisherige Stand. Die dritte Schreckschusspistole ist vielleicht neben der Glock 17 hier die interessanteste, denn da haben wir wirklich mal was komplett Neues, was wir in der Form wirklich noch nie gesehen haben. Die Colt ist jetzt nur in ein bisschen anderen Design und mit anderen Griffschalen. Die Glock 17 sieht genauso aus, nur mit einem anderen Material. Jetzt kommen wir aber mal zu was, was wirklich mal anders aussieht. Und zwar darf ich euch vorstellen, die Walther P22 Ready. Ja. Die hat sicherlich noch keiner von euch gesehen in der Form. Ist ein neues Design, zumindest vom Verschluss oben. Das Griffstück ist weiterhin gleich und mit der Walther P22. Ja, die P22 Ready sieht erstmal schlanker und moderner aus als die normale Walther P22. Das hat auch einen guten Grund, denn es fehlt etwas. Es fehlt tatsächlich der Sicherungshebel hier hinten, die Flügelsicherung der normalen P22. Die fehlt hier einfach komplett. Die ist nicht dran, die hat man weggespart, möchte ich nicht sagen. Und zwar sagt Umarex da, man möchte mit der Walther P22 Ready eben eine Schreckschusspistole auf den Markt bringen, die jederzeit feuerbereit ist, also die jederzeit ready zum Schießen ist, wenn man das so nennen will. Das heißt, man entfernt die Flügelsicherung. So, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, letztendlich kann das Ding weniger als die P22, weil die P22 kann man noch sichern, aber die normale P22 kann man natürlich auch ungesichert führen oder irgendwie bereit halten, sag ich mal. Dann ist die genauso ready wie diese neue P22 ready. So ist es. Aber
Jetzt kann man natürlich sagen, die Waffe sieht so ein bisschen, ja, schlanker auf jeden Fall aus. Ist sie auch, denn dadurch, dass hier hinten diese Flügelsicherung fehlt, die ja beidseitig bedienbar ist bei der P22 und auch bei der P22Q, dadurch, dass die jetzt fehlt, ist der Verschluss oben ein bisschen schlanker. Ich weiß gar nicht, ob das Ding sogar 3,5 Gramm leichter ist als die normale P22. Schwerer wird sie wohl eher nicht sein. Aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Breite sparen, wenn man das Ding wirklich irgendwie verdeckt führen will oder weiß der Teufel was. Ja, das Fehlen der Flügelsicherung ist aber nicht die einzige Neuerung, denn man kann hier vorne auch schon direkt sehen, der Walter-Schriftzug und der neue P22-Schriftzug sind jetzt in die Gussform eingearbeitet. Das heißt, die sind jetzt eingeprägt, wenn man das so will, in den Verschluss. Bisher waren die beiden Schriftzüge nur aufgedruckt und der P22-Schriftzug, der sah auch anders aus. Der sieht jetzt, wie gesagt, ein bisschen moderner aus, kann man sagen. Das ist auch neu, was ich ganz schön finde, weil diese weiße aufgelaserte Schrift hat mir nie so gut gefallen. Da finde ich dieses Farbe in Farbe geprägte schon deutlich schicker. Es hat noch eine kleine Veränderung gegeben, und zwar hat sich das Korn verändert, denn bei der normalen P22, Entschuldigung, die Kimme, bei der normalen P22 hat sich die Kimme, war hier mit einem Bolzen aufgesteckt, mit dem Splint, war ein eigenes Teil, und hier kann man jetzt sehr gut sehen, dass die neue Kimme der P22 Ready eben ein Teil mit dem Verschluss ist. Ich kann auch ein anderes Bild zeigen. Hier sieht man es auch nochmal sehr gut, dass die praktisch jetzt mit in der Gussform für den neuen Verschluss drin ist. Ne, dass es also ein Teil ist. Tut sich nicht viel. Ich finde, die alte Visierung sah sogar noch ein bisschen besser aus. Allerdings ist die ein bisschen schmaler und dezenter. Brauchen tut man natürlich beides nicht, weil es ist eine Schreckschusspistole. Damit muss man nicht zielen. Zumindest nicht über Kimme und Korn. Aber es ist natürlich eine rein optische Frage. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hat vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen in der Produktion gespart, dass man jetzt hier nur noch ein Gussteil hat, ich weiß es nicht. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil es passt zu diesem Ready-Schema, dass die eben noch schmaler und kompakter ist, weil ich glaube, die Kimme ist hier ein bisschen kleiner als bisher. Von der anderen Seite können wir das Ding auch noch mal sehen. Ja, eine Sache kann ich noch dazu sagen, und zwar ist die PTB-Nummer gleich geblieben. Das heißt, diese Walter P22 Ready hat genauso wie die normale P22 und auch wie die P22Q die PTB 776. Das bedeutet, wir haben nur eine PTB-Nummer für alle drei Walter P22 Modelle mit drei unterschiedlichen Verschlüssen drauf. Daran sieht man aber, dass der Verschluss wirklich nur in der Optik in der äußeren unterschiedlich ist und praktisch nichts da verändert wurde, was die Vergabe einer neuen PTB-Nummer nötig machen würde. Das Griffstück ist natürlich sowieso gleich und die Mechanik da drin, das sollte sich ja von selbst verstehen. Ja, finde ich sehr interessant, gefällt mir nämlich optisch tatsächlich gut, sieht sehr schick aus, wie ich finde. Ich bin kein so großer Fan der Walter P22, weil der Verschluss oben ein bisschen zu fragil ist, meiner Meinung nach, und teilweise schon nach relativ geringen Schussbelastungen reißen oder brechen kann. Das ist einerseits gefährlich und andererseits natürlich auch ärgerlich, wenn die Schreckschusspistole dann kaputt ist. Ich weiß nicht, ob hier was verändert wurde an dem Verschluss. Bisher glaube ich es eher nicht. Also, dass die Haltbarkeit, dass irgendwie verstärkt wurde, die Haltbarkeit verbessert wurde. Also ich lasse mich hier aber auch gerne eines Besseren belehren, falls da doch was passiert ist am Verschluss. Wie gesagt, deswegen bin ich da kein großer Fan von dieser P22, wenn man hohe Schussbelastungen damit durchjagen will. Dafür ist sie nämlich einfach nicht unbedingt gemacht. Dafür gibt es andere Pistolen, auch von Umarex, zum Beispiel die P99 SV oder die neue Glock 17 SV. Aber wie gesagt, diese P22 wird allerdings eh von den meisten Leuten eher zur Selbstverteidigung gekauft, weil sie eben so schön klein und schmal und kompakt ist und auch leicht ist. Das ist eigentlich der eher bessere Einsatzzweck dafür. Und dafür ist sie auch absolut in Ordnung, weil wenn man nur mal zur Selbstverteidigung im Notfall damit schießt oder mal ein paar Schüsse zum Testen abgibt oder auch mal ein paar Schüsse an Silvester abgibt, solange man da jetzt nicht hunderte Schuss durchjagt, dafür ist es sicherlich noch sehr gut geeignet. Ja, preislich liegt die P22 Ready bei einer UVP von 150 Euro. Das finde ich gar nicht so günstig. Es ist natürlich teurer als die normale P22 im Moment. Das liegt allerdings wieder daran, dass die normale P22 ja schon lange auf dem Markt ist, dass sich die Preise da schon eingependelt haben. Der Konkurrenzdruck unter den diversen Online-Shops etc. Hat ja für niedrigere Preise gesorgt. Ich sag mal, die normale P22
hat man mal für 100, 110 Euro bekommen früher. Mittlerweile liegt die auch eher so bei 130 Euro, die günstigsten Online-Shops. Da ist die P22 Ready mit 150 Euro jetzt natürlich drüber, was eigentlich schade ist, weil in meinen Augen ist sie in der Produktion günstiger als die normale P22 durch den Wegfall der Flügelsicherung hinten am Verschluss. Man hat da einfach ein paar Teile gespart und das Ganze natürlich auch schön verkauft als neue Ready-Version. Ich finde sie auch wirklich nicht schlecht, aber 150 Euro, ich würde dafür jetzt nicht unbedingt mehr bezahlen als für die normale P22, weil sie hat halt auf dem Papier nun mal einen schlechteren Funktionsumfang, auch wenn ich das Design tatsächlich besser finde. Auch da wird wahrscheinlich der Preis allerdings noch etwas sinken. Also ich denke nicht, dass das langfristig bei 150 Euro bleiben wird, sondern ich denke, dass wir auch da noch ein bisschen im Preis runtergehen werden mit der Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, ob diese P22 Ready sich langfristig preislich unter der normalen P22 ansiedeln wird, was ich eigentlich erwarten würde. Ja. Ansonsten auch da wirklich eine coole Neuerung, meine persönliche Meinung zur P22 hin oder her im Allgemeinen. Aber das gefällt mir gut. Das ist mal ein frisches neues Modell und ich finde, die sieht auch wirklich anders aus als die normale P22, auch wenn das Griffstück natürlich gleich ist und der Verschluss zumindest mal ähnlich ist. Aber das Ding gefällt mir gut. Ja, und als vierte und letzte Waffe im Bunde gibt es die P22Q in einer neuen Ausführung, nämlich in der Bicolor-Ausführung mit dem hellen Verschluss oben. Das ist die vierte Neuerung, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Die P22Q in der Form gibt es ja schon seit längerem. Und die P22 gab es auch schon als Bicolor-Version mit dem hellen Verschluss oben. Jetzt auch die P22Q in dieser Ausführung. Das ist eigentlich die einzige Neuerung, was das angeht. Also nichts Weltbewegendes. Wir sehen hier übrigens nochmal im Gegensatz zur P22 Ready von gerade, ist jetzt zwar die P22 20Q, aber das macht ja jetzt keinen Unterschied in dem Zusammenhang. Hier die Sicherung, die fehlt bei der P22 Ready und hier oben können wir sehr schön nochmal sehen, dass die Kimme zweiteilig war und bei der P22 Ready halt nur noch einteilig ist. Das ist eigentlich der große Unterschied, wenn man das so nennen will. Ja, P22Q B-Color, nichts Weltbewegendes, aber durchaus schön. Wer sich eine P22Q kaufen möchte, hat jetzt noch eine Farbe mehr zur Auswahl. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. UVP dafür bisher 180 Euro. Da muss ich sagen, sorry, Umarex, ich finde das zu viel für eine P22, auch für eine P22Q und auch für eine B-Color-Version. Auch die wird sicherlich noch günstiger werden. Ich denke mal, die wird sich wie die meisten anderen Schreckschusspistolen auch so 10, 20 Euro über der schwarzen P22Q einordnen. So ist es ja meistens die Bicolor-Version oder die Version, wo der Verschluss mit einem besonderen Verfahren nochmal behandelt ist, außer schwarz brüniert, dass da dann so 10, 20 Euro mehr für aufgerufen werden, langfristig gesehen. Also auch da, wem dieses Design gefällt, ne, und wer nur wenig Schuss damit machen will, der ist mit der P22Q in B-Color sicherlich auch gut beraten. Für alle anderen ist es jetzt nichts Tolles und nichts Neues. Aber es ist ja schön, dass wenigstens in der Form mal neue Modelle rauskommen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für dieses Video. Mich interessiert mal eure Meinung sehr. Was sagt ihr zu diesen vier Neuheiten, die ja eigentlich so neu gar nicht sind? Einmal ein neues Design, einmal ein neues Material beim Verschluss, einmal ein leicht abgeänderter Verschluss, was aber optisch fast eine ganz neue Pistole bringt, und einmal nochmal eine neue Farbe. Also, es ist Evolution statt Revolution. Es ist in Ordnung, man kann ja auch nicht vom Schreckschusshersteller erwarten, dass der jedes Jahr einen Riesenhaufen neuer Schreckschusswaffen auf den Markt wirft und dafür für völlige Begeisterungsstürme bei den Kunden sorgt. Das kann ja keiner liefern. Okay, manche Hersteller machen das tatsächlich im Moment, aber ich mache da keinen Vorwurf, ne? Wenn man sich mehr Zeit mit der Entwicklung lässt und dann auch wirklich gute Modelle auf den Markt bringt für die Zukunft, dann ist mir das eigentlich wichtiger, als dass man jetzt irgendwie fünf komplett neue Schreckschusspistolen pro Jahr auf den Markt wirft. Insofern ist das für mich in Ordnung. Klar, ich hätte mich natürlich auch über andere und interessantere Modelle gefreut, aber es ist in Ordnung, ne? Man muss ja jetzt nicht jedes Jahr die Wahnsinnsneuheiten erwarten. Ich finde, es ist eine gute Mischung. Es ist ein bisschen was Interessantes dabei. Gerade die Glock und die P22 Ready sind wirklich mal in der Form was Neues. Und ja, also ich bin nicht unzufrieden mit der Ausbeute von Umarex dieses Jahr. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Was haltet ihr davon? Hättet ihr euch mehr erhofft oder seid ihr auch zufrieden damit oder haltet ihr das für einen kompletten Schwachsinn? Wollt ihr euch vielleicht eine der vier Neuheiten jetzt auch zulegen demnächst oder kommt das auf den Preis an? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ja, das soll es gewesen sein. Ja, liken, abonnieren, wisst ihr ja alles selber. Ne? Brauche ich ja keinem zu erzählen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.